Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Heute möchte ich was zeigen über die seitliche Faszienkette. Diese Kette ist häufig sehr wichtig bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Ich möchte euch diese Übung einmal in der Grundvariante zeigen und dann mit kleinen Feinjustierungen und Variationen. Zunächst zeige ich euch eine Grundvariante dieser Übung. Ihr überkreuzt die Beine und die Linie des hinteren Beines wird jetzt gedehnt, so weit wie möglich seitlich in der Ebene runtergehen. Ihr könnt jetzt kleine Feinjustierungen einnehmen. Ihr könnt zum Beispiel euch vorstellen, dass ihr die Hüfte noch etwas weiter rausschieben wollt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr den Brustkorb mehr noch in diese Richtung schieben wollt. Ihr könnt den Kopf noch etwas weiter nach links nehmen. Und jetzt ist wichtig, dass ihr guckt, wo zieht es jetzt am meisten. Es kann mehr hier hinten ziehen. Wenn ihr aber jetzt etwas mehr in Richtung Hohlkreuz geht, kann es auch sein, dass ihr eure vorderen schrägen Bauchmuskeln spürt, die zum Beispiel häufig auch bei Hexenschüssen eine Rolle spielen. Und da müsst ihr so ein bisschen suchen. Da, wo es besonders zieht, da geht ihr hin, sozusagen an die Grenze der Komfortzone. Das Ganze macht ihr wieder nach den üblichen Kriterien, 1 bis 2 Minuten, langsam rein in die Bewegung, weiter mit der Ausatmung. Und wenn ihr dann nach der ja relativ langen Dehnzeit raus wollt, dann ganz langsam wieder raus aus der Dehnung. Das Ganze darf bei einer Intensität von 8 zwischen 0 und 10 sein. Wenn ihr jetzt die ganze Kette komplett machen wollt, dann müsst ihr auch den Arm dazu nehmen. Ich mache das jetzt vor und ich rate euch grundsätzlich für alle Dehnübungen, immer wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht leicht das Gleichgewicht halten, dann packt euch irgendwo fest, denn dann könnt ihr entspannen. Wenn ihr noch Gleichgewicht halten müsst, dann ist das Entspannen schlecht möglich. So, jetzt die ganze Kette, wie vorhin schon gezeigt, in die Seitneigung mit überkreuzten Beinen. Und jetzt nehmt ihr in der gleichen Ebene den Arm dazu und stellt euch vor, ihr wollt den Arm nach oben schieben. Und jetzt haltet ihr euch hier am Stuhl fest, so dass ihr wirklich entspannt in die Dehnung gehen könnt. Langsam wieder raus. Gut, das war's zu der seitlichen Kette, die in Verbindung mit der hinteren Kette und mit der vorderen Kette sicherlich eine schöne Übungsroutine ergeben wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.